Ja, Uschi ist vom Dullahan getötet worden. Vom Dullahan? Ja, der Dullahan, der guckt dich ganz schön stuller an. Okay. Boom, boom, boom. Wabadabdab, okay. Motherfuckers. Rabadabadabdab! Und für Mace dafür. Und abgesehen davon, dass es nicht geruckelt hat und ich DC'd bin, komplett. Ja. What the fuck? Meine Güte, ey. Und auf Energy! Warum, ne? Warum ist das nicht einfach? Das ist doch blöd. Einfach wäre das so viel einfacher. Ja, ne? Aber der Nether ist nicht einfach. Ich habe jetzt irgendwie fast die ganze Session im Nether verbracht, habe ich das Gefühl. Bisschen, ne? Ja, ein bisschen vielleicht, ja. Bringe so, Freunde ich mit. Ich tausch dich oh, jetzt aus. Oh, shit. Vorsicht, Auto, ich bringe Freunde. Wir werden direkt von erstmal du bringst ganz jetzt keine Blazes. Freunde mit. Doch. Hat sie gerade gesagt. Böse. Wir müssen uns nicht. Definitiv vorher irgendwie mit Essen und mit Waffen, also einfach so in den Nether rein, geht nicht. Wieso? Eine ganze Menge. Boah, geil, awesome, yeah, so wollte ich sehen. Funktioniert der Reaktor? Kommt mal her, kommt mal her. Oh, jetzt ist er wieder langsam. Das Gott, vielleicht hat man auch ein bisschen andere Probleme gerade. Die ganze Zeit schon. Ich also komm zu dir und guck mal, was bei dir ist. Wir könnten wirklich alle Viere vielleicht. Jetzt ist er gerade langsam. Geh weg, nicht anfassen. Ich glaube, das ist gerade nicht. Der bewegt sich ja jetzt langsam, richtig? Ja, ziemlich. Na, die Sache ist, Goji interessiert sich für die ganze Sache halt nicht. Hm? Ich hab mein Bestes gegeben, euch zu helfen, aber ich würde einfach aus dem Nether rauskommen, wenn ihr habt, was ihr braucht, ne? Nein, eben nicht. Das ist halt das Problem. Wir wollten halt gerade raus und da wurden wir dann wieder geschlachtet. Also wir müssen jetzt nur zu unseren jetzigen alten Gräbern hin, Stuff holen, zurück. Und du und Scorgi könnt uns beide am besten dabei helfen. Haben wir noch Reds doch? Ich hatte nein. einen. Goldie, okay, das Problem ist, dieser Generator frisst Redstone? Kohle, wie sonst was. Ja, das ist mir aufgefallen. Okay, ja, ich glaube, dann ist das vielleicht echt nicht die. Dann ist das vielleicht echt nicht die beste Energieversorgung. Also, es lässt dein Ding schon ziemlich schnell laufen, das habe ich gesehen, aber. Ja. Wie gesagt, ich bin gleich da, ich muss nur Inventar ausländern, ich werde Rappenputzen voll durch Mobdrops von vorher. Ja. Ich denke, ein bisschen was kann ich mir auch zusammensammeln. Noch, dass ich mich ein bisschen ausrüsten kann. Mit einem Lapisschwert. Zum Beispiel. Stahlhose. Hat er nicht noch mehr Blöcke gemacht? Stahldingens. Immerhin das. Gucken wir mal. Sind irgendwelche Äpfel fertig? Hey, ich muss einen Navigator. Nee. Du musst uns sagen, wo das Grab liegt. Bei mir wird noch Latest Spawn, Deathpoint angezeigt und ja, so. Also. Bei mir nehme ich nicht mehr. Nee? Ich bin ja vorher gebacken gestorben. Achso, ja. Ja, das ist kein Problem. Ich wollte nur halbwegs erstmal irgendwie was mir zusammensammeln. Ich habe jetzt eine sehr kreative Armor an, also. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Bist du jetzt warte schon im Nether? Auf dich. Okay. Wir wollen mal rüber. Allerdings haben wir noch was zu essen dabei. Ich habe auch ein bisschen Essen dabei. Die Sache ist, uns werden gleich direkt erstmal ganz viele Gegner entgegenkommen. Also wenn Scorgi wirklich mitkommen könnte, wäre das cool. Zum fünften Mal. Ja, cool. Moni! Bring deinen scheiß Arsch hier rüber. Wir brauchen dich. Du musst ein Held sein, okay? Sei ein Held. Sei ein Held. So, ich nehme an, eure Gräber sind irgendwo auf Festung. In Richtung Festung. Ja, ja. Danke. Ich bin fast direkt hinter dir, also keine Sorge. Ja, die Musik ist auch gerade super. Der klang gerade, als wenn jemand irgendwie einen Schlaganfall auf einem auf einem Klavier hatte. Das ist dann noch halbwegs passend stimmig irgendwie dunkel. Warum habt ihr hier eine Treppe hingebaut? Weil hier hinter ein Skelett war und ich hatte keine Waffe. Achso. Okay, alles okay.
Na gut, aber wenn Scorgi, kommst du jetzt mit oder nicht? Du kannst auch noch von mir aus weiterhin nicht mitmachen. Ja, ich muss doch noch Achtung, alles Gast. Andere wegkauen. Ja, dann gut. Ist gut, dann, also wenn du dann draußen bist, dann ist okay, wir sind so gut wie da. Kannst du mir was jetzt von dem Essen abgeben? Bin gut vorbereitet, wenn jemand fragen sollte. Na, ich weiß nicht, wenn du draußen noch bist, also wir sind ja jetzt schon hier im Endeffekt, da wo wir hin müssen. Ich wollte also jetzt nachkommen. 59 Meter nach da links schräg, also nach Südwesten. Braucht ihr jetzt noch Hilfe oder nicht? Ich glaube, ist okay. Oh Gott. Oh Gott. Hat gesehen. Ich glaube, er ist despawned. Könnte sein. Das ist despawned, ja. Gesundheit! So danke. Gesundheit, Degen. Weil der Generator so ist. Weiß nicht, HBK, Leaders. Da lang. Geradezu da lang. Da ist die ganze XP und da dürften dann unsere Gräber auch sein. Jo. Ja. Und da links ist direkt ein Skelett-Aggro. Gut, aber wenn er so viel Kohle frisst, hilft er nicht viel. Wo ist sie? Goldie, Vorsicht! Nehmt mein Zeug! Ich gehe einfach nicht mehr in den Nether. Nehmt mein Zeug und lauf. Vorsicht, ein Wither-Skeleton. Ja, das hau ich gerade. So, Wither ist down. Machst du das normale Skelett? Ja, down. Oh. Okay, ich, schau, dass ich alles das ist mein Grab, Zukunft, das mach ich. Ja, ich hab... Okay. Okay. Danke. Charlie's Grab, so, komm her. Ich brauche Hilfe beim Tragen, es ist zu viel. Moment, vielleicht habe ich noch ein bisschen Platz. So, mehr kann aber ich alles? Nicht. Nee, haben wir nicht. Bisschen was fehlt, aber das geht dann einfach nicht, sorry. Sortiert aus, was am wenigsten wichtig ist. Waffen können weg. Doch, das geht schon. Alles dabei. Okay, gut. Und raus hier. Und jetzt weg hier. Ja, definitiv. Ich wurde gerade auch schon wieder von Blazes angegriffen. Naja, du hast doch ihre Familie umgebracht, ne? Ach, das waren nur die ungeliebten Cousins dritten Grades, die keiner mag. Ach so, du meinst diese komischen, die immer auf den Kleinen losgehen und ja. Zu Weihnachten immer diese ganz hässlichen Pakete geschenken? Richtig, richtig, mit diesem komischen Geschenkpapier. Hallo! Und das, was die Schleifen nennen, kann man ja nun wirklich, das kann Einjähriger besser. Ja, also, das ne? Und da hast du auch so schöne Sachen. Das riecht immer so drin, komisch, ne? Wenn die ein da iPhone sind. Ein iPhone-Case mit Socken. Da musste letztens der Frank, der musste in meinem Bett pennen. Das hat hinterher so komisch gerochen, du. Das ist ganz seltsam. Also, ja, also, so nach Kacke, ne? Nee, ich weiß nicht. Das ist so ein komischer Eigengeruch. Deswegen, ich habe das auch einfach Frankengeruch genannt. Ich hab's auf Facebook gepostet, ne? Aber irgendwie haben mich alle nur ausgelacht. Na, wenn du was über die postest, natürlich lacht man dich dann aus. Ist ja klar. Ah, ist furchtbar. Ja, das ist fast so, als wäre Scourgey bei ihm gewesen, ne? Boah, das nein. Also, okay, Charlie, wo bist du? Hier im Nether. Oh, ich bin nicht mehr im Nether. Ja, genau. Hi. Machen wir lieber bei uns. Hi. Ich schau dir in die Augen, Kleines. Während sie sich wegteleportiert in dem Moment. Das ist nicht... Hey, darf ich deine Nummer? Oh, okay. Okay, ich will jetzt erstmal nicht mehr in den Nether. Ja, verständlich. Das bedeutet, ich werde mal die etwas nettere Tagesplaylist anmachen. Denn die Musik geht mir gerade langsam auch auf den Sack, dieses tiefe Dwing-Dwing-Dwing. Oh, besser. Oh yeah! Nur einfach. Oh. Charlie's Loot. Gib's mir einfach. Schon wieder glücklich. Loot. Ich habe keine Ahnung, was davon deins ist und was nicht oder sonst irgendwie. Okay. So, bitte. Your shit. In the chest. Das ist interessant. Also ich hab einfach einiges im Inventar. Oh Gott, was ist denn das alles? Ich hab grad einen Generator. Nein! Ab ins Haus. Ich will noch schnell was machen. Ich hab grad einen Generator, der nutzt Essen als Energie. Ist, glaube ich, auch nicht so optimal, wenn er dann ganz viel Essen verbraucht. Aua. Das ist dann theoretisch Schloss. Nee. Meine Generator hier geklaut. Ich hab Menschen als Generator. Bin drin. Also, ich hab grad eine Karotte reingemacht. Okay, der macht jetzt nicht so viel Energie.
Eigentlich könnte ich ja auch den Steingenerator nehmen. Der macht auch gerade nicht so viel. Alles klar, ich komme, komme. Sie wird jetzt so schnell dunkel! Ja, weil es ein Blutmond ist. Der wird ja, das zeigt er ja an, wenn es schon so gut wie dran ist. Habe ich das gar nicht mehr. Ja, Uschi und ich sind schon im Haus. Aber ich weiß nicht genau, was alles dir gehörte jetzt so. Aber ich guck mal, ob ich es irgendwie zusammenkriege. Was bist du? What the fuck are you? So. What the fuck are you? 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 Die. So. Tango. Haust du gerade von mir ab? Ich will dir dein Stuff geben. Was so? Entschuldige, ich wollte ein bisschen hoch. Du Penner. Also, okay. Au! Die sind auf jeden Fall deine gewesen. Das war auch deine. Ausländer, okay. Ja. Hattest du auch Iron Leggings an? Nö. Zur Not hier, wenn du keine Leggings hast. Okay. Was soll das? Ich bin erst oben. Da muss ich gerade in meinem Rucksack gucken. Du hast garantiert noch ein Eisenschwert. Gehört welches Zimmer? Egal. Ich hab keine Ahnung, aber wir wohnen jetzt. Ich bin hier, ne? Ganz oben. Und ich glaube, den Rest dürfte Goldi Ding alles haben. Oben aufstellen. Es explodiert doch nur! Ja! Nee, ich bin ganz unten, das bin ich. So bin ich. ich bin das angebaute Haus nebenan, würde ich mal grob behaupten. Und ich bin der Faylord. Ihr macht 5000 RF pro Kohle. Ja, genau. Ja, aber die Frage ist halt für lange, ne? Ich, naja, so wie... Jagt ihr gerade mein Haus in die Luft? Ich bin's nicht, soweit ich weiß. Ich glaube, es ist ein Skelett. Der schießt herum wieder. Ja, wieder so ein Raketen... Raketenwerfer. Du da mit dem Raketenwerfer? Nein, du bist ein ganz normales Skeleton. Hier oben ist das, was war das gerade für ein Generator? Um dieses Haus der Kohle frisst ohne Ende. So. Und der hat sogar noch die Energie drin. Die sind transportfähig. Ah, mit Energie okay. Drin. Ja, ich habe halt einen Lava-Generator, den ich dann bei dir daneben setze. Und Lava-Generator kann ich auch bauen. Ja, natürlich, aber davon habe ich ja schon einen. Das ist im Endeffekt das, womit ich dann deine Dingens da antreiben genau, werde, die mit den 5 Goldbahnen, oder? Ja, ja, genau. Ah. Und davon baue ich dir dann einen an die Quarry ran. Und der zieht dann seine Lava einfach aus dem Nether die ganze Zeit und dadurch geht die Lava nicht weg. Also die Lava wird dann halt, die wird konstant nachgeschoben und deswegen wird die Quarry auch durchgehend funktionieren. Und da brauchen wir uns keine Gedanken erstmal machen. Das ist der Plan. Ist auf dem Dach, glaube ich. Eine Menge ist auf dem Dach. Ja, vermutlich. Mache ich jetzt mit dem 35.000 RF? Keine Ahnung. Benutze sie für irgendwas anderes. Was Energie benötigt. Keine Ahnung, bau einen Pulverizer und dann... Richtig, jetzt wollte ich auch gerade sagen, Pulverizer. Oh Gott. Ist im Haus zufällig was zu essen? Ansonsten sterbe ich an anderen Dingen als dem Blumen. Ich hab Essen dabei. Ich hab Karotten. 3 Äpfel. Komm diese scheiß Halle mit den Schädeln nicht durch. Ah. Ich hab dir 2 Fleisch runtergeworfen, sollte es da liegen. Dankeschön. Was brauche ich? Ein Pulverizer. Da brauchst du ganz viel Kupfergedöns. Kupfergear, Redstone, Machine Frame. Okay, Redstone könnte vielleicht ein Problem werden, aber Kupfer sollte eigentlich Flint genug haben. Ich denn noch. What? Was war das denn? Weiß es nicht, aber es hat. Wer war auf dem Balkon? Wer rennt da unten rum? Ich glaube, das ist Goldi. Ich bin unten, ne? Goldi, warum warst du auf dem Balkon? Bist du bescheuert? Ich bin nicht am Balkon. Ich bin unten im Haus mit Schaufler und Buddler. Achso, und wer ist gerade explodiert? Uschi. Achso. Ich baue hier erstmal wieder zu, vorsichtshalber. Nicht, dass hier irgendwas kommt. Das ist jetzt erstmal nicht schön, aber zweckmäßig. Ich dachte. Warte. Nein, ich benutze den Blutmond, um meine Werkzeuge zu leveln. Wie vorher? Warte. Jetzt ist es wie vorher. Wunderschön. Oh shit. Wenn wir vielleicht schnell ein paar Bilder bauen oder sowas, dann können wir das übertünchen, dann fällt das gar nicht auf. Brauchen wir nicht Papier dafür? Nee, da brauchen wir... Scheiße, wir brauchen, glaube ich, Wolle dafür. Ja, das habe ich nicht. Wir haben alles wieder aufgebaut. Ich auch. Ja, alles ist in Ordnung hier unten. Du hast nicht die Tür aufgemacht, oder? Nein, ich hab die Tür nicht aufgemacht, die Tür hat die Wand aufgemacht. Warum? Einfach irgendwo auf mittlerer Ebene oder Ebene oder ganz oben im Turm bleiben und nicht rausgehen, nichts machen, so wie letztes Mal. Da hat das doch funktioniert. Nein, da sind wir auch gestorben.
Nein, das sind nur die gestorben, die auch rausgegangen sind frühzeitig. Unser Haus ist... Ich korrigiere mich, unser Haus ist nicht okay. Ja. Scotty, ich glaube... Ich mache unser Haus okay. Sehr gut. Ich glaube, Scotty, wir sind die Einzigen, die hier gerade sicher sind. Ich bin auch vollkommen sicher. Wie gesagt, ich level meine Werkzeuge. Was Leichen. Macht die Quarry? Sieht gut aus. Da steht einer vor unserer Tür. Soll ich ihn reinlassen? Nein! Bist du verrückt? Ja, aber das hat ja nichts mit ihrem Vorschlag gerade zu tun. War kein nur höflich. Hey. Ich glaub, lass Gruber in Ruhe, du Drecksau! Ich glaube, es hat geholfen, dass ich hier meine Erkältungsbadflasche neben mir gestellt habe, geöffnet habe und die ganze Zeit daneben stehen habe. Das ist gut. Kannst du die ganze Zeit schnüffeln dran? Oh! Nein! Ja, ich inhaliere das dadurch die ganze Zeit. Ich habe Beheading auf meinem Greatsword freigeschaltet. Was geht? Das ist cool. Hi. Warum ist hier so offen? Wie gesagt, Raketen das musste werfen, sein, das oder? Das war Scorgi, nicht ich. Oh, was? Können die NPCs die Türen aufmachen, ne? Wir sollten einfach Blöcke vor die Türen machen, wenn Blutmond ist. Ja. Wir barrikadieren! Alles klar, jetzt kommt nichts mehr hoch. Auch nicht Goldi. Wir sind sicher. Okay, ich bleib lieber bei Gruber. Er braucht Uschi, siehst du? Alles normal. Ich hab's gelesen! Warum bist du draußen? Ich find's ja putzig und so, Mann. Ach so, weil du gerade gesagt hast, Gruber ist im Haus, aber das Haus wird belagert. Ach so, hier ist so ein Weg zu Gruber hin. Ja. Ah, so ähnlich habe ich mir das nämlich auch mit der anderen Quarry gedacht. Ich hab Drowning Fish Drowned gelesen. Drowning Fish Drowned, geil. Warum ist hier eigentlich so ein nach oben Gedings? Den Weg kann man echt effektiver gestalten. Ja. Aber er dürfte jetzt als andere. Habe ich eine Axt? Habe ich natürlich nicht. Wer von euch kriegt da gerade Schaden? Niemand, ich habe eine Seele verprügelt. Lass das eine Loch da unten offen, bitte. Da kommen Mobs rein, die kann ich dann verprügeln mit der Spitzhacke, um sie zu leveln. So. Kommt ihr öfters her? Ab und an, ja. Immer wenn Blutmond besonders ist. Besonders Meantags, genau. Soll ich ihn reinlassen? Meantags. Soll ich ihn reinlassen? Wo? Soll ich ihn reinlassen? Ist, da ist jetzt Meantag Montag oder Meantag Dienstag? Ich glaube, Meantag Mittwoch. Ich war da eiskalt niemand, ja. Naja, Montag, Meantag ist halt, wenn du auf der Tastatur einfach das I und das O vertauschst. Obwohl das ja eigentlich Montag, Mittag ist, ne? Kann ich ja in aller Herrgottsruhe nachlesen, wie ich denn einen Priester. Ich brauche nicht mehr Energie, aber danke. Mein Generator! Hab ich ihn? Du hast ja. Ich habe die Macht! 35.000, ja. Leiter Power! Die Leiter braucht mehr Power, definitiv. Können wir nicht irgendwie Lampen hier hinhängen? Wir haben schon den Generator. Hier sehen Sie eine Spinne, die sich gerade wunderbar in einem Planschewasser vergnügt. Zwei ich glaube, sie ersäuft ein bisschen, aber es ist sehr wunderschön. So langsam geht der Blutmond unter. Alter, da sind wieder so viel Viecher. Also wenn wir rausgehen, werden wir wahrscheinlich wieder von 30.852 Walküren geschlachtet. Wahrscheinlich. Aber mit Stil. Oh yeah. Ich wollte eigentlich den schnell runtergeh-Ausgang nehmen, aber das hat sich jetzt etwas verkompliziert. Deswegen also ich glaube, wir sollten uns wirklich so ein bisschen darüber zur Quarry auch bauen, damit wir dann auch zur Quarry kommen eventuell, wenn dann halt... Richtig, sag doch was, ich kann helfen. Ist ja das, was ich so meinte. Noch ist der Blutmond da, Leute. Ja, Uschi will raus. Das ganze Fiegezeug. Nee. Also noch, also es geht noch. Da oben ist eine Werrekatze. Was geht, Bitch? Jetzt nicht die mehr. Geht weg. Die geht runter. Da geht er down. Downtown. Oh Gott. Hab ich mich gerade erschreckt. Weißt du was, Kumpel? Komm ins Wasser. Okay, da oben. Komm her. One-on-one me. One-on-one me, Scrub. Ah, Muni. Was? Oh, das war ein Enderman. Okay, let's. Hast du gerade einen Enderman angeguckt? Ich hab ihn angeschossen. Okay, wir haben da so eine Bitch bei uns im Dingens. Die tut doch nichts. Jetzt die sind harmlos. Getötet.
Ich nehme den Sperling nicht mehr. Wenn man, wenn man sie angeschossen hat, dann tun sie einem doch Vorsicht, ganz viele Gute. Du blöde Katze!